Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Dead Rising. Die wollen auf jeden Fall noch eine Schlachtung. Scheiße, gehen wir da rein. So, drücken wir ein paar Runden. Ladies and Gentlemen, starten Sie Ihre Motoren! Denn es geht los, die Zombies wollen gekillt werden. Das Ding ist mega schnell. Eine haben wir, schön die Innenlinie benutzen. Scheiß Zombies, die dürfen mir nicht im Weg stehen. Meine Zeit! Und in Führung liegt Frank West, beliebter Fotograf und auch so ein absolut geiler Typ. Yeah! Und jetzt gib mir einen Bauplan. Oh, ich sehe meinen Preis schon. Nee, das ist nicht der Bauplan. Kill of what? Momentchen mal. Erstmal investieren wir den Punkt. Ist das etwa ein Shopping-Cart mit Elektroschocker? Also fahren die Rentner schon brutal durch die Gegend und verteilen Elektroschocks? Fuck. Wir sind nicht auf dem Laufenden. Shotguns, Assault Rifles, alles Bullshit. Wollten nur kritische Treffer für Fernkampfwaffen haben. So, prügeln. Fahrzeughaltbarkeit. Machen wir noch einen Punkt auf... ich weiß es nicht. Ich benutze irgendwie alles momentan. Wir können auch in Überleben irgendwas stecken. Ja, das hört sich gut an. Auf dem Boden liegende Gegenstände können für Kombi-Gegenstände genutzt werden. Halte B gedrückt, um Gegenstände in deinem Inventar und Gegenstände auf dem Boden zu kombinieren. Perfekt, was will man mehr? Da muss ich nicht immer im Menü rumfummeln. Okay, ich muss trotzdem mal ins Menü. Denn wir haben dann noch so eine kleine nette Waffe zu bauen. Oder ein Fahrzeug. Oh, shit. Da fehlt uns aber was zu. Go-Kart-Einkaufswagen haben wir doch. Aber wir können das nicht in dieses Ding umwandeln. Das ist geil, er fährt in so einem Shopping-Cart rum. Ich brech zusammen, ist das geil. Das ist mega geil. Fuck, ich will aber wissen, wie ich dieses Ding bauen kann. Was brauche ich dafür? Da, Kilo, was? Go-Kart? Ach, das Go-Kart mit dem Einkaufswagen. Gottes Willen. Les mal, verdammt. Voller Spacko kann ich lesen. Schon cool, so ein paar Runden zu drehen. Ich geh kaputt, ehrlich, ey. So, jetzt kann ich die Kombi machen. Und es ist das Mega-Kilo-Shopping-Car. Oh mein Gott, das schwebt. Das schwebt. Ich kann Schockdinger verteilen, pass mal auf. Boom. Los, aus dem Weg. Irgendwie ist nichts passiert. Oh, shit. Ich bin so ein bisschen auf PlayStation-Steuerung. Da können wir schießen und... Da können wir schießen. Aber was können wir auf X machen? Es funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht sind wir einfach nur elektromäßig dann unterwegs. Ist das geil. Okay, okay, ich schweife vom Thema ab. Hammer. Hammermäßig. So, komm wieder schnell rein. Ah, so und so viel Elektro habe ich noch auf das Ding. Weg da! Aus dem Weg. Oh, ich will das Ding nie wieder abgeben. Nie wieder. Oh, was ist das? Okay. Connor meint, Vic würde sich im Security Center verstecken.
Ich muss rausfinden, was sie weiß, und dann trete ich ihren dürren Hintern aus der Stadt. Das ist eine gute Idee. Level 6 erreicht. Mann, das geht aber flott hier, ey. Direkt den Fertigkeitspunkt verbraten. Und zwar auf Überleben. Da haben wir doch bestimmt irgendwas Geiles. Fangen wir mal oben an. Kampfschüler. Erhalte Bonus-PP, wenn du im Kampf bestimmte Trefferpunkte-Werte-Ziele erreichst, Dingens. Es besteht nun die Chance, dass du beim Zerstören von Objekten in der Spielwelt Schrott fallen gelassen wird. Erhöht die Nahrungsmittel-Inventar-Store zum einen. Nicht schlecht. Beim Bauen von Kombi-Gegenständen besteht die Chance, dass Schrott erzeugt wird. Erhöht die Geschwindigkeit und Effektivität von Schleichfertigkeiten. Nö, das ist nicht mein Ding, aber das können wir nehmen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Mein Schrott wäre nicht schlecht, damit können wir bestimmt Waffen reparieren oder so. Ich gehe auch gerne in die kleinen Läden rein, denn da kann immer was sein. Auch wenn es nur ein kleiner Zombie ist. Die Limonade nehmen wir mit. Eine Blendgranate. Nee. Eine Zeitung. Nee. Hier liegt einfach super viel rum. So viel Zeit haben wir gar nicht. Scheiße. Oh nein. Wir werden bombardiert. Shit. Weg hier. Da waren irgendwelche Arschlöcher. Was zur Hölle? Nein. Ihr kranken Arschlöcher. Ehrlich mal. Feindlich gesinnte Überlebende. Aber wir können nicht jeden retten. Oh mein Gott, das Ding ist genial, ey. Das ist das geilste Ding, was es bisher gibt. Ich habe noch nicht mal den Anfang gesehen. Wir haben schon so ein geiles Ding. Mit dem Kilowatt kennen wir viel, viel, viele Viecher. Durch die Tür sollen wir. Mann, ich muss das Ding jetzt verlassen. Das ist doof. Machen wir auf und nehmen das Ding mit. Nie wieder ohne das Ding. Der Kilowatt hat viel Power. Fahren rum. Brezeln die Zombies rum. Man bleibt aber an jeder Scheiße hängen mit dem Teil. Das klingt wie Boss. Fahren wir ein bisschen mit dem Shopping-Car vor. Wer, das ist gleich weg. Well, shit. Oh, shit. Das sind die Freshies. Ich muss mich kurz heilen. Ich halte mal schon eine Granate bereit. Ich bin ziemlich sicher, da kommt gleich einer um die Ecke. Na, mich natürlich getäuscht. Da einfach oben hin. Natürlich steht da einer. Die T-Shirt-Kanone hatten wir noch nicht. Die Verwandlung hat sonst Tag. Was zur Hölle war das? Und das passiert auf einmal plötzlich. Verdammt, wir haben nur Kacke am Start. Das Ding ist doch klar. Oh, ich habe mir gerade zufällig den Arsch gerettet. Hier ist eine Hand. Einfach mal in die Augen pieksen. Bier ist immer gut. Ich glaube, wir können noch eins mitnehmen. Jetzt ist es voll. Vorschlaghammer, können wir es bauen? Wir können, perfekt. Blastern von gestern. Das ist bisher meine Lieblingswaffe eigentlich. Dicker, fetter Hammer genau gegen die Fresse. Alles explodiert.
Und hier geht's nicht weiter. Das Security Center der Mall finden. Da braucht jemand Hilfe, die Freshies töten. Notbunker. Silberne Notbunker, um Händler freizuschalten und Überlebende, denen du begegnest, eine sichere Zuflucht zu bieten. Händler bieten Waren wie Kombiwaffen oder Karten im Tausch gegen Schrott an. Wenn du Überlebende rettest, steigert das den Notbunker-Level und verbessert das Inventar der Händler. Die meisten Bunker sind mit dem Megaplex verbunden. Säubere einen Bunker und du findest einen Megaplex-Zugang im Keller vor. Hört sich doch edel an. Die Freshies. Oh ja, das Ding ist genial. Boom! Die ist verschlossen. Da braucht noch jemand ins Gesicht. Abgeschlossen. Lohnt sich voll. Level 7. Und ich habe so das Gefühl, ich stecke meine Punkte, glaube ich, jetzt erstmal in den Überlebenbaum. Was haben wir eigentlich in Standhaftigkeit, bevor ich das sage? Schaltet bei Senja Gesundheit langsame Gesundheitsregeneration frei. Verringert Schaden, verringert generell Schaden. Überleben, PP. Wie kommen wir eigentlich in... Okay, wir kommen immer weiter, wenn wir das jeweilige hier fertig haben. Ah, fürs erste Mal spielen. Müssen wir gucken, worauf wir uns spezialisieren. Ich guck gerade alles durch, was wir wirklich gebrauchen können. Nahrungsmittelslot können wir wieder erholen. Hier, wir kriegen hier einen Nahkampfwaffeninventarslot fertig. Verringert die Bauzeit von Kombi-Gegenständen. Ich würde mal sagen, für die Nahkampfwaffe. Aber das kriege ich noch nicht frei. Da brauche ich mal Level 15 für. Ah, auch noch eine Voraussetzung. Dann. Vielleicht Standhaftigkeit. Aber wir sind nie niedrig. Kann aber kommen. Ich will nichts irgendwie sagen. Schusswaffen benutze ich gerade auch nicht. Dann gehen wir mal wieder ins Prügeln rein. Stumpfe Gegenstände. Ich will jetzt nicht überall einen Punkt reinklatschen, das ist dann voll schwachsinnig. Ich mach's aber trotzdem. Riecht es ziemlich übel. Hoffentlich ist es nicht weg. Oh, oh! Was? Habt ihr sie alle erledigt? Bist du schon lange hier? Ist dir eine Reporterin namens Vic begegnet? Ja. Sie hat sich eine Weile in diesem Raum versteckt und ein paar Sachen hier gelassen. Hier, sie selbst. Und danke nochmal, Kumpel. Ich hatte ja Moment mal. Gehofft, bis jemand die Vordertür offen gelassen hat. Rang F nur. Das ist kein Zufall, dass da Franks Bild drauf ist vorne. Was an der Wand ist Vicks Handschrift. Hier muss es sein. Naja, die Mall nicht. Frank. Jeder ist auch ein Kritiker. Wirkcomputer, null Einkaufstage bis zur Apokalypse. Das hätte ich besser gezeichnet. Zu weit weg. Zu weit weg? Das ist doch mal der beste Hinweis, den wir kriegen können. Auf dem Boden hat die auch nicht gekrickelt. Wir haben einen Hinweis entdeckt. Wo zum Teufel ist der? Der hat irgendwas von der Handschrift gefaselt. Alternativer Sichtmodus. Aha. Kein gutes Foto. Außerhalb des Rahmens. Jetzt haben wir es aber. Na, wieder. Nicht gut genug. Jetzt aber. Vordereingang. Mies, ich habe nur den letzten Punkt. Ich habe das Fotografieren unser total vergessen. Held zeigt sein investigatives Talent. Wieder einen Sicherheitsschlüssel erhalten. Der Wirrcomputer. Er braucht das Passwort. Jeder ist auch ein Kritiker. Haben wir noch mehr, was wir vielleicht in dem Raum
fotografieren können. Nachtsicht vielleicht? Ach, nee, glaube ich nicht. Alternativer Sichtmodus ist erforderlich. Der Defibrillator ist es nicht, aber das kann doch nur was mit der Puppe zu tun haben. Ja, das ist wahrscheinlich nur wegen dem Ding. Hinweis entdeckt. Da. Da, schau her. Das Passwort hätten wir. Das ist Militärtechnik. Damit hat Vic wohl ihre Berichte hochgeladen. Sieht so aus. Okay, soweit so gut. Der Defri ist es nicht. Ja, ich sag doch, das Buch. Wir hatten es nur nicht richtig im Bild. Verdammt, komm schon. So. Wirklich süß. Und ein Ding haben wir noch. 0 Einkaufstage bis zur Apokalypse. Das muss hier drin sein. Das dürfte das Ding sicher sein. Mist, sie ist seit Wochen nicht hier gewesen. Gut, Recherche abgeschlossen. Also, der Ausbruch begann am Mall-Eingang. Und Connor sagte, dieser private Wachdienst bewachte den Eingang. Ich schaue es mir mal selbst an. Hey, bevor du gehst. Besser. Ich muss dir noch was sagen. Na gut. Nie ohne Vorräte losgehen. Hab dich reden hören. Wenn du zum Vordereingang willst, dann nimm besser das Parkhaus in Richtung Medieval Town. Alle anderen Wege hat das Militär dicht gemacht. Allerdings haben sich die Idioten mit den Gasmasken in der Medieval Town verschanzt. Mach dich also auf einen Kampf gefasst. Vorräte sind wichtig. Ah, okay. Es gibt tatsächlich Händler. Händler sind gerettete Überlebende, die die Waren anbieten. Logisch. Je mehr Überlebende du rettest, desto mehr Gegenstände stehen zur Verfügung. Überlebende verkaufen ihre Waren gegen Schrott. Sehr schön, also Schrott ist also nur eine Währung. Vorräte sind wichtig. Boah, wir haben so viel Schrott. Aber ich glaube, wir brauchen gar nichts, weil alles voll ist. Ist eigentlich scheißegal, was wir kaufen, oder? Hey, kein Problem. Süßigkeiten gekauft. Wasserflasche gekauft. Ganz gleich, was du brauchst. Reicht, mehr können wir eh nicht tragen. Wir könnten den aber auch einfach bestellen. Das war gerade voll dämlich. Ich glaube, den kloppe ich tot. Oh, mein Geld zurück. Kleidungshändler. Nur einen kleinen. Oh, wie cool. Bionic Commando. Oh, das ist gesperrt. Eine Blanka-Maske. Ein Mega Man-Helm. Nice. Vielleicht gibt es auch Mega Man X oder Mega Man Zero oder. Einfach nur Zero. Oh, wie cool, ey. Capcom halt, hä? Das ist das neue Street Fighter. Hier haben wir Bionic Commando. Ich nenne das Classic. Ja. Oh, kein Problem. Cool. Mann, das ist cool. Die wollen alle. Was brauchst du? Na, was brauche ich nicht? Oh, wir können vorgefertigte Kombi-Waffen kaufen. Es gibt den Säure-Kriegshammer. Dafür brauchen wir bestimmt nur den Vorschlaghammer und die Säure, die ich gefunden habe. Die ich aber bestimmt wieder fallen gelassen habe. Oh, wow. Dinosaurier. Blaster von gestern habe ich. Da ist der blanke Halm. Tosener Donner, das kenne ich sogar noch aus dem dritten Teil. Es gibt zu viele geile Sachen. Cool, ja, das hat sich doch mal gelohnt. Ich dachte schon, hä, warum öffnen wir das? Da ist doch gar nichts drin. Es lohnt sich. Na, lasse ich aber hier. Ich denke, ich kann zu diesem Unterschlupf zurückkehren. Gefährlich da draußen. Reden wir nochmal mit ihr. Schau dich ruhig um. Baupläne. Ah, die zeigt mir das vom Memorial Megaplex an. Da brauche ich einen... Einen Schrottpunkt? Ja. Cool.
Aber 4000, lohnt sich das wirklich? Immer langsam, Kumpel. Gut, die Karte hätten wir zur Verfügung. So finden wir die Blaupläne noch schneller. Natürlich nicht. Der hat ein Fahrzeug? Der Balancer. Mini-Muscle-Car-Rollstuhl. Oh mein Gott, ich gebe da meine Kohle bestimmt für Scheiße. Oh mein Gott, komm, wie Fahrzeuge, ey. Hammer, es gibt so viel Shit. Ich nehm einfach den Rollstuhl jetzt mit. Aber wir finden bestimmt später einen. Ist rausgeschmissene Kohle, auf geht's. Da kann man ja Stunden mit verbringen. So viele Sachen kann man basteln. Wird bald geiler, als die Zombies zu killen. Ja, das habe ich wirklich gesagt. Ist da irgendwas? Nee, ich werd nur gejagt, ich dachte schon. Da ist irgendwas explodiert oder so. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ne, ist gar nicht so schlimm. Der Kick in die Fresse, oh mein Gott. Scheiß Freshies. Oh, ich wünschte, ich hätte die Säure irgendwie verwendet, aber ich habe das, glaube ich, für die Tiara aufgehoben. Boah, können sogar das Auto wegkloppen. Wette, wir können sogar da einsteigen. Oh Mann! Da braucht jemand wieder unsere Hilfe. Hat selber so ein bisschen alle Hände voll zu tun. So, ich will nur an den Kofferraum. Freshies tun ganz schön weh. Komm, wir gehen mal hin, da kriegen wir Erfahrung für. Renn, 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 renn und wieder rein. Bessere Idee. Schön. Genickbruch. Auf den Boden damit. Schön, holen wir uns die Belohnung ab. Hey, das waren alle, komm runter. Dann gehe ich halt zu dir rauf. Schön, neuen Level und eine Feuergranate. Ich bin im Unterschlupf. Kein Problem. Sehr schön, wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt, den werden wir direkt ausgeben. Ich mache nur einen auf stumpfe Waffen. Momentchen mal. Welchen Typ von Waffe benutze ich denn überhaupt gerade? Ah, shit. So ist gut. Nicht benutzen. Da, die Säure habe ich sogar noch. Nice. Ich doch nicht weggeworfen. Sieht aus wie ein Baseballschläger, den ich da benutze. Also ein Punkt hier drauf. Yo. Cool. Wieder eine gute Tat vollbracht, ein Stück weiter. Das war so klar. Nee, so komme ich nicht da hoch. Pass auf! Boah, das Ding vernichtet. Lauf doch schön ins Feuer rein. Brennt. Wieder hängen geblieben. Die sind viel zu mächtig für die Kleinen. Schön, wie die da reinrennen.
Schön, dass der Blaster so lange hält. Ich könnte mal hier ein geiles Foto eigentlich machen. Ja, Rang S, wusste ich's doch. Fantastisch. Ich geb erstmal einen Erfolg. Schön. Ja, wow, das hagelt ja nur so Belohnung. Einmal an der richtigen Stelle ein Foto gemacht. Also mehr Gemetzel auf einem Bild ging gerade nicht. Ich hab da was dich interessieren könnte. Moment, der spuckt bestimmt Kohle aus. Genutzt, um den Kommunikationsausfall zu umgehen. Ja, das habe ich wohl gesehen. Sie hat den so eine Art Berichte hochgeladen. Ich hab den ersten gefunden. Ich spiel den dir vor. Okay, Vic Chu, Tag 1. Willamette ist verloren. Ausgewachsener Ausbruch. Die Horde ist überall. Tausende, vielleicht Zehntausende Tote. Diese paramilitärischen Arschlöcher sind nur ein Teil des Puzzles. Die Regierung steckt dahinter. Und wenn ich das beweise, wenn ich die Strippenzieher entlarve. Also, vielleicht kann ich selbst einen tollen Hecht wie Frank West davon überzeugen, dass Journalismus mehr ist als schnelle Kohle. Ja, ich glaube, da bist du irgendwie an den Falschen geraten, aber der tut das Richtige. So viel ist sicher. Ich weiß, ich will irgendwie keine Punkte in Schießen geben. Denn das ist ja wirklich nur Pistole und, all so ein Scheiß. Der ist einen Monat alt. Aber halt. Scheiße, die ist mir weit voraus. Verdammt. Ich komme noch nicht so richtig mit der Steuerung klar. Das ist nämlich ein Bogen. Fernkampfwaffe. Wann kann ich denn mal einen Bogen verbessern? Da. Schießen. Ja, irgendwie gar nicht. Prügeln. Oh, irgendwie nicht. Komisch. Gehen wir nochmal ins Überleben. Beim Bauen von Kombi kann Schrott fallen gelassen werden. So viel bauen wir leider nicht. Dann ein Punkt in Standhaftigkeit. Aber das ist eigentlich doof. Will ich nicht. Dann im Prügeln. Fahrzeuge benutze ich auch nicht so viel. Nahkampfwaffen auch nicht so viel. Aber die vielleicht. Schön. Ja, hier sind mir, glaube ich, feindlich gesinnte Idioten. Sag ich doch. Easy. T-Rex-Maske, nice. Ein Stab. Mann, ich brauche einen Bauplan. Gucken wir mal, was wir da haben. Surfboard-Maske. Wir haben so verdammt viel. Das ist eine Blanka-Maske. Aber ich muss irgendwas fallen lassen. Momentchen mal. Wurfwaffen, Nahkampfwaffen. Wegwerfen. Und dafür... Wo ist meine Blanka-Maske? Schön. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Bauplan dafür. Ich weiß nicht, ob wir einfach so werkeln können. Ich glaube nicht. Irgendwas Elektromäßiges brauche ich. Da liegt ein Mana-Trank. What the hell? Können wir mal mitnehmen. Dann haben wir wenigstens volle Energie. Die ballern wieder. Ich wusste, ich hätte mir einen Rollstuhl mitnehmen sollen, aber... Hey, siehst du? Gut, dass ich mir nichts gekauft habe. Da rennt er wie so bescheuert durchs Glas. Weg da! Wir starten durch! Sei erlöst, mein Freund! Tschüsschen! Ist ja geil! Da ist eine Blaupause, sehe ich gerade.
Dazu müssen wir noch mal ein bisschen zurückfahren. Schaffen wir aber, glaube ich, oder? Attention, Shoppers. Mit dem Ding kommen wir wenigstens schnell voran. Ich kann die Gegenstände nicht beiseite schieben. Dann holen wir uns mal die Blaupause. Los geht's.